Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen im Video, wie man das Sprinten hier einstellen kann bei Fortnite. Wenn das nicht bei euch ohnehin schon voreingestellt ist oder verstellt ist, dann ja, müsst ihr suchen, wo es ist. Damit das nicht so ist, zeige ich euch, wie es geht. Ihr geht hier auf die drei Striche, geht dann in den Bereich Einstellungen, klickt hier nochmal auf die Einstellungen. Und dann müsst ihr mal schauen, seid ihr hier in dem Bereich Tastatur, wenn ihr mit der Tastatur spielt. Hier habt ihr jetzt das Sprinten drin. Aktuell ist es die linke Umschalttaste. Wollt ihr es ändern, klickt ihr einfach mit der Maus rein. Klickt jetzt eine x-beliebige Taste an. Ich nehme jetzt einfach mal die rechte Umschalttaste und dann klickt ihr hier auf Anwenden und das Ganze ist gespeichert. Wollt ihr das wieder umstellen, jetzt zum Beispiel auf die linke Umschalttaste, was ja tatsächlich Standard ist, klickt ihr wieder so Anwenden und das ganze Ding ist erledigt. Wenn ihr mit dem Controller spielt, dann habt ihr die Einstellung hier und könnt das auch hier gegebenenfalls, je nachdem welchen Controller ihr habt, dann auch einmal umändern. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.